Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zum LS22-Projekt Raus aus den Schulden. Ja, Freunde, in der letzten Folge haben wir ja hier angefangen, das Feld hier mit der Baumwolle zu befreien. Hier mit dem guten John Deere Baumwollpflücker. Und ja, heute steht erstmal an, dass wir das gute Feld hier einmal fertig machen. Zum einen, zum anderen, ja, müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass hier unsere Tierchen wieder ordentlich versorgt sind. Also heißt es definitiv einmal, wir müssen noch das gute Heu, was wir natürlich auf dem einen Feld liegen haben, das müssen wir dann mal noch in die Schwart legen. Und das werden wir dann noch fleißig zu Ballen pressen. Das ist auf jeden Fall heute mal gang und gäbe. Da müssen wir uns heute auf jeden Fall mal ranhalten und ein bisschen sputen, damit das hier endlich mal ein Ende hat. Und dann gucken wir mal, was dann noch für schöne Sachen und für schöne Aufträge noch so auf uns warten. Ne? Also, ja, wir haben ja noch das eine Feld, das muss noch bestellt werden. Und ja, ich glaube, düngen müssen wir es auch noch. Also, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Mal gucken, was wir heute alles soweit schaffen. Wenn nicht, passiert das definitiv in der nächsten Folge. Erstmal auch ein ganz großes Sorry von mir an dieser Stelle, dass es jetzt hier so ein bisschen länger gedauert hat, bis hier wieder mal eine Folge kommt. Ebenso natürlich auch beim 0-Euro-Projekt. Das wird sich jetzt auch aber dann dementsprechend mal wieder ein bisschen ändern. Ich muss dazu sagen, ich hatte tatsächlich die letzte Zeit irgendwie nicht so ganz so große Muse gehabt, irgendwie den LS zu spielen. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, es hat mich nicht mehr gebockt oder so. Nee, das nicht unbedingt, aber irgendwie hat mir so ein bisschen die Motivation tatsächlich gefehlt. Und ja, auf jeden Fall ein Sorry, ein großes Sorry an dieser Stelle. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall sehr darum bemühen, dass es hier jetzt auf jeden Fall hier mit großen, ja, mit großen Schritten weitergeht und wir definitiv hier dann auch, ja, wieder weitere schöne Folgen haben werden. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal hingehen und werde jetzt mal die ein oder andere Folge schon mal aufnehmen. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst, denn ich werde beruflich demnächst ja, ein wenig beschäftigt sein. Und da muss ich auf jeden Fall gucken, dass mal auf meinem Kanal die ein oder andere Folge ein bisschen vorproduziert ist, weil ich nicht genau weiß, inwiefern ich da demnächst großartig Zeit für haben werde. Deswegen, falls ihr schon mal den ein oder anderen Kommentar zu jeder Folge reinschreiben werdet, ich werde auf jeden Fall zu gegebener Zeit darauf entweder in der Folge drauf eingehen oder natürlich, wie auch in der Vergangenheit, werde ich euch dementsprechend natürlich den Kommentar kommentieren, ganz normal, wie sonst auch in den Kommentaren. Also, ja, macht euch auf jeden Fall, was das angeht, keine Gedanken und keine Sorgen. Wir starten jetzt hier auf jeden Fall erstmal rein und ja, ich würde sagen, Attacke Abfahrt, Freunde. Ich gebe euch mal hier ein bisschen Musik und einen kleinen Zeitraffer und dann legen wir hier ordentlich los. We'll be right back.
So, Freunde, die letzten Meter. Und dann heißt es eigentlich nur noch, ja, gucken, dass wir die ganzen Ballen irgendwie aufgeladen bekommen. Und dann müssen wir die erstmal wegschaffen. Und mal gucken, was wir dann letztendlich nachher von dem Auftrag noch zusätzlich bekommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Jetzt kommt hier erstmal, ich glaube, Ballen Nummer 4 oder ist es sogar schon Nummer 5 raus? Ich weiß es gerade gar nicht mehr aus dem Kopf. Muss gleich erstmal gucken. Auf jeden Fall, ja, das Ganze hier hat auf jeden Fall ein Sekündchen länger gedauert. Aber das passt ja. Das ist schon in Ordnung, ne? Also, das läuft schon. Also ich glaube tatsächlich, dass wir es heute nicht mehr schaffen werden, noch die Ballen zu pressen. Das machen wir dann definitiv in der nächsten Folge. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt mal gleich hier die ganzen Ballen noch, wie gesagt, wegbringen und werden dann einmal noch, ja, zumindest das Heu schon mal in die Schwad legen, damit das auf jeden Fall schon mal erledigt ist, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal definitiv wichtig. Dann können wir da also Arbeit vorbereiten, ist ja auch immer ganz wichtig. Nicht immer nur warten, dass das andere machen. Also insofern, das passt ja dann. Das passt ja dann. So, jetzt hier noch den Uppala. Ah, da hat aber auch hier ein gutes, einen guten Dreher drin hier, der gute John Deere. Ja, Leute, es läuft auf jeden Fall. Es läuft, es läuft, es läuft. Und ja, dann gucken wir mal. Vor allen Dingen haben wir ja auch noch unsere Produktion, also sprich unsere Erdbeermarmelade und unseren gemischten Salat, der muss ja auch noch mal weggeschafft werden. Ne? Also da haben wir ja auch noch ein bisschen was zu erledigen. Da muss ich auch mal gucken, wo wir das dann hinschaffen und wann wir das wegschaffen. Ich denke, das machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. So, den stellen wir jetzt hier erstmal ab und machen den erstmal wieder aus. Ist auch laut wie Saudo hier. Und dann würde ich sagen, Leute, springe ich mal rüber und dann holen wir mal die ganzen Ballen ab. So, Freunde, das machen wir natürlich hier alles mit dem Valtra. Den gab es ja hier schon. Ich glaube, der backt hier ein bisschen im Boden fest. So, hoffen wir mal, dass das hier gut geht und wir hier gleich keinen Überschlag machen. Ja, aber wir haben es geschafft. Ja, er ist raus. Er ist raus, Freunde. Ja, jetzt können wir hier erstmal mit dem Valtra rüberdüsen. Ich glaube, hier passen ja tatsächlich immer nur 2 Ballen drauf, aber who cares, ne? Who cares? Wir machen das schon. Wir regeln das schon, Freunde. So, ja. Hier vorne war ja schon direkt das Feld. Das ist ja gar nicht so weit entfernt. Da müssen wir gleich mal gucken, wo wir das eigentlich hinbringen müssen. Ich weiß es gerade tatsächlich überhaupt gar nicht. Muss ich gleich mal schauen. Muss ich gleich mal schauen. Jetzt erstmal hier das Ding hier einmal ausfahren. Und dann müssen wir hier einmal über die Ballen drüber. Und dann sollten die doch hier einmal schön aufgeladen werden. So, ich glaube, da passen tatsächlich nur 2 Stück drauf. Ich glaube, mehr sind es nicht, die da drauf passen. So, jetzt haben wir hier unten noch 2 liegen. Und ich glaube zu meinen, es liegen noch 2 auf dem Feld. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, Freunde. Müssen wir gleich mal in Erfahrung bringen. By the way, können wir ganz kurz mal schnell schauen. Jo, speicher du mal, wo das Ganze denn hin muss. Zum Großhandel. So, jetzt gucken wir mal, wo ist denn eigentlich der Großhandel? Hier drüben ist der. Ah, es ist ja hier die Straße hoch und dann sind wir ja eigentlich schon direkt da. Das passt ja. Prima, prima. Oh, ich glaube, hier passen sogar 3 drauf. Ich check das mal, ob hier noch ein dritter drauf passt oder ob es doch nur 2 sind. Oh doch, jetzt sind 3. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier wieder die Transportstellung. Na komm. Mach dich mal wieder zu, mein Freund. So, da oben steht noch einer. Ja, ich glaube, waren es vielleicht doch 3? Ach, 4? Also doch nur 4? Dann ist es ja relativ easy going.
Ah, nee, da oben sind zwei. Easy. Okay, aber auch das ist easy going. Solange nicht mehr als sechs sind, ne? Passt das ja. Dann können wir jetzt hier einmal rüber düsen. Ich glaube, wir müssen sogar schon hier direkt rüber. Ich check das mal ganz kurz. Ich mach mal ganz kurz die Karte an. Jo, ich glaube, wir können hier schon reinfahren, Freunde. So, gucken wir mal, dass hier keiner kommt. Und dann düsen wir hier schon mal rüber. Und geben die drei Ballen schon mal ab. Ist natürlich dann auch die Frage, wo genau. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir die nicht hier auf diesem Trigger abgeben müssen, sondern dass da vielleicht ein separater Trigger extra ist. Aber ich weiß es nicht. I don't know. Freunde. Ich steig mal ganz kurz aus und dann gucken wir mal, ob hier noch irgendwo was ist zum Abgeben, weil ich glaube, nö. Okay, jetzt ist echt, also müssen wir die hier drauf abgeben. Oh, Leute, ich weiß nicht, ne? Ich bin mir da ein bisschen unsicher, du. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Aber es scheint so. Scheint so. Okay, checken wir das einfach mal, würde ich sagen. Ob wir die hier drauf bekommen. Muss ich mal ganz kurz gucken. Welcher Knopf das nochmal war. Ah, wir machen es einfach mal hier rüber. Ballen entladen. Ich glaube, der drückt die jetzt ja nach hinten raus. Ne? Da fahren wir am besten mal noch ein Stück vor. Ja, dann lad mal aus, mein Freund. Gucken wir mal, ob die hier reingehen oder nicht. Ah, ja doch. Ah, perfekt, Freunde. Sehr schön. Easy, Leute. Easy. Okay, dann machen wir den mal zu hier. Nice. Okay. Dann düsen wir noch schnell mal rüber und holen die anderen beiden. Und dann geht es hier munter weiter, würde ich sagen. Dann können wir zumindest schon mal mit der Schwad anfangen. Damit das auf jeden Fall erledigt ist. Dann müssen wir mal gucken, wie wir hier so vorankommen. Was dann noch so, was dann diese Folge noch, beziehungsweise was dann in der nächsten Folge passiert. Das schauen wir dann einfach mal. So, jetzt erstmal den hier noch aufladen. Komm, bleib hier. Jawohl. Ja, ich weiß, hier sind noch der ein oder andere, also die ein oder andere Streifen, der ist noch hier nicht erledigt worden. Aber ich glaube, das bisschen, was da jetzt noch steht, das macht den Abel jetzt auch nicht fett. Also, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen, Freunde. Das passt schon so. Das passt schon. So, dann können wir hier... Ach komm, wir fahren einfach von oben rein. Ist ja wurscht, sag ich mal. Das ist ja... Oh, 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 oh. Unfall. Unfall. Uppala. Ja, man sollte das Ganze wieder einmal einfahren. Das macht es auf jeden Fall einfacher, ne? Da gibt es dann nachher auch keine Probleme. Da bleiben wir auch nirgends hängen. Und dann ist es doch hier fein. So. Einmal hier rein. Und dann hier hoch. Und dann machen wir das Ganze hier einmal so rum. Und dann laden wir den ganzen Quark hier einmal ab. Oh, 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 Leute. Ist wegen tight hier. Letzte wegen tight. Aber du möchtest es bitte hier einmal abladen. Moment. Und zwar zacka. So, was haben wir noch on top gekriegt? Was? 14.000? Oha. Leute. Nice. Okay. Absolut insane. Ich bin happy. Also, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Deutlich gelohnt, Freunde. Hat sich definitiv deutlichst gelohnt, das Feld hier mit der Baumwolle zu machen. Das war auf jeden Fall mehr als gut, ey. Also, saugeil. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt gleich den Auftrag abgeben, Freunde, da haben wir richtig Cash gemacht. Also, nice, 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 würde ich sagen. So, wir bringen den einfach hier, wir stellen den einfach zum John Deere und dann kommt den bestimmt einer abholen.
Ich sag mal ja. Ich sag mal ja, Leute. Das wird schon. So, einmal hier rein. So. Machen wir den Hobel mal aus. Steigen selbst einmal aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal den Auftrag ab, Freunde. Da kriegen wir ja auch nochmal 8.000. Ey, geil, Alter. Haben wir einfach über 22.000 Euro dann gemacht. Hammer. Boom. Ja. Da ist ja noch der schöne Kartoffelauftrag. Ich habe darauf absolut keine Musik, ja. Also das wird ein Auftrag. Es ist geil, ja. Also, ja, also das bringt eine Mordskohle. Aber, Freunde, ohne Spaß, das dauert 100 Jahre, bis wir das Feld hier fertig haben. Da brauche ich locker 3 Folgen. 4. I don't know. Auf jeden Fall jede Menge. So, guck, es wurde alles schon abgeholt. Passt, Freunde. Haben wir schon wieder 77.000 auf dem Konto. Mega geil. Tja, ich würde sagen, Leute, ich laufe mal rüber und dann sehen wir uns im John Deere wieder. Und dann hangen wir mal den Schwader an und dann geht's los. So, Freunde, ich sitze auf dem Bock und das heißt hier einmal anschalten das gute Gerät. Ah, ich liebe den einfach. Das Ding, das ist einfach, das ist herrlich. Das ist schon einfach ein geiles Gerät, Freunde. Das ist einfach ein geiles Gerät. Kannst du sagen, was du willst hier. So, wo steht der Schwader nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir gehen mal gucken, Freunde. Ich glaube, der stand... Ah ja, genau, der stand ja hier unten direkt drin. Der weiße hier. So. Und dann heißt es Attacke, Freunde. Attacke. Freie Bahn mit Marzipan, würde ich auch sagen, ne? So, jetzt gucken wir erstmal, wie das gute Teil hier sich überhaupt hier ausbreitet. Ah ja, okay, das macht hier quasi ein V. Okay, Freunde, dann auf geht's. Attacke, wir gehen rein. Okay, oder wir gehen doch nicht rein. Das gute Teil will gar nicht erst angehen. Das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Oder muss das einfach nur... Warte mal, muss der vielleicht einfach nur runtergemacht werden? Und dann... Ach! Okay! Das funktioniert so, Freunde. Alles klar, okay. Dann eben jetzt Attacke Abfahrt.
Freunde, stark. Das Heu liegt auf jeden Fall jetzt mal an Ort und Stelle. Perfekto, würde ich sagen. Sehr, sehr nice. Dann können wir das Ding hier mal wieder zusammenklappen. Und dann bringen wir das auf jeden Fall mal als allererstes wieder zurück zu seinem Ursprungsplatz. Und dann, Leute, sind wir eigentlich schon fertig für heute. Ja, ich sag erstmal wieder vielen, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es jetzt einfach nochmal ein paar Tage gedauert hat, bis es hier wieder weiterging. Aber wie gesagt, wir werden hier jetzt auf jeden Fall wieder munter durchstarten. Und ja, ich denke, meine Motivation wird hier auch wieder ein bisschen mehr kommen. Oder beziehungsweise ist auch wieder ein bisschen mehr da. Von daher, ja, seid auf jeden Fall gespannt auf weitere spannende und tolle Folgen. Ich freue mich auf jeden Fall wieder, wenn ihr dabei seid, wieder kräftig den Like-Button drückt und ja, da ist ich natürlich auch gerne wieder kommentiert. Und ja, Freunde, wie gesagt, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann definitiv lasst mir gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht, das kostenlose Abo mitzunehmen und aktiviert natürlich die Glocke. Und dann sehen wir uns definitiv in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.